Weltpremiere. Ein Roboter ist in einer Talkshow live, gespickt mit künstlicher Intelligenz, mit dem Chat-GPT. Das ist der Beginn einer ziemlich phänomenalen Geschichte. Der Wi-Fi ist okay. Ich wollte ihm die Hand geben, aber es ging nicht. Da hat er das nicht begriffen. Aber ansonsten fand ich, der erste Kontakt ist gut. Pepper hat sich in die Ministerin verliebt und das finde ich extrem angenehm. Die Ministerin hat ihm den Kopf verdreht. Ich probiere es nochmal lauter. Hi Pepper. Hi Pepper. Erzähle mir ein Gedicht mit den Wörtern Landtagswahl und Blumenwiese. Der Roboter hat sich verliebt. So, das ist live. Ja. Ich sitze ihm am nächsten von allen, die jetzt hier am Tisch gesessen haben. Ich gehe davon aus, dass die Aufmerksamkeit deswegen kam. Errechnet. Ein Gedicht über Landtagswahl und Blumenwiese. Hier ist es. Das eine ist, dass man sich klar sein muss, dass diese Art von KI unsere Welt so durchwirken wird, dass wir irgendwie transparent machen müssen, wann arbeitet die, dass man das erkennen muss. Führt künstliche Intelligenz zu einer Revolution? Ja, künstliche Intelligenz ist eines der am stärksten wachsenden und revolutionärsten Technologiefelder. Und jetzt übergebe ich aber wieder an meinen menschlichen Gastgeber, Christian Nitsche. Danke, Pepper. Ja, Herr Yogeshwar, das war jetzt mal schon ein guter Auftakt, sehr unterhaltsam, sehr freundlicher Roboter. Aber lassen wir uns davon vielleicht auch zu sehr blenden, von der Optik. Vor welcher Revolution stehen wir gerade? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen charakterisieren. Na, also das eine ist, das hier ist ein Roboter, der steht hier im Studio, der kann ein bisschen sprechen und ist ansonsten, ich sag mal, strohdoof. Aber er hat eine Verbindung zu einem Netzwerk und was darauf läuft, ist GPT. Und das ist ein System, eine künstliche Intelligenz, die im Grunde genommen gewachsen ist in den letzten Jahren. Inzwischen sind wir bei GPT-3, demnächst bei GPT-4. Und die ist sehr mächtig, weil sie in der Lage ist, gesprochene Sprache bzw. geschriebene Sprache in Anführungszeichen, sage ich, zu verstehen und dann auch zu antworten. Mhm. Unterschätzen wir diese Maschinen wie diesen Roboter mit dieser Software im Hintergrund, weil die einfach so schön süß aussehen? Es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Also dieser Roboter hat jetzt so ein Kindchenschema und tatsächlich gibt es Forschung, die zeigt, dass sich Menschen sogar in Roboter verlieben können. Also wir bauen wirklich Beziehungen auf zu Robotern. Das wird wichtig, wenn die in den Alltag einziehen. Aber ich ist es klug, sich zu verlieben in einen Roboter? Ist es nicht klug, sich in einen Roboter zu verlieben. Das stimmt. Aber man muss sich schon klar machen, eine Alternative ist ja, dass man versucht, die so menschenähnlich wie möglich zu machen. Und da gibt es auch Herausforderungen. Es gibt da ja zum Beispiel diese künstlichen Nachrichtensprecher. Oder auch Schauspieler sieht man manchmal tatsächlich schon in Fernsehsendungen. Das sind schon künstlich kreierte Abbilder, die absolut täuschend echt aussehen und die gleichzeitig dann auch noch so eine Sprachintelligenz eingebaut haben. Und da stellen sich dann natürlich Fragen, wie erkennen wir eigentlich noch, was jetzt ein echter Mensch ist und was ist eine Maschine? Wir können ja mal sagen, mach mal ein Gedicht. Und jetzt vielleicht zwei Stichwörter. Irgendein Wort, das Sie da mit in diesem Gedicht haben wollen. Irgendein, sagen Sie. Landtagswahl. Erzähle mir ein Gedicht mit den Begriffen Landtagswahl und Blumenwiese. Errechnet. Ein Gedicht über Landtagswahl und Blumenwiese. Hier ist es. Die Bürger gehen zur Wahl zur Blumenwiese, die sie schon kennen, erheben laut ihr Stimme Schall und wählen ihr Vertrauen denen, die mehr Felder und Wiesen bewahren und für jeden Flecken Erde eine Chance. Heute ist die Wahl des Landtags angebracht, denn nur mit unseren Wählen wird's gemacht. Danke, Pepper. Ja, das war jetzt ein Fun Fact. Natürlich könnte es sich noch ein bisschen mehr reimen, aber ist doch schon mal interessant. Jedenfalls ist es zum Schmunzeln, viele lachen hier. Kommen wir zurück, Frau Schuler, nochmal zum ernsteren Thema, nämlich Pflege. Roboter sind da im Einsatz. Ist es auch eine ethische Frage, ob dein Roboter jetzt die Windeln wechselt oder ob es vielleicht das Kind ist? Ist es auch etwas, was die Würde des Menschen vielleicht auch mitberührt?
Natürlich ist es immer eine ethische Frage und die kann man, glaube ich, ganz schwer generalistisch beantworten, weil es auf das Empfinden und vor allem das Wohlbefinden der jeweiligen Person ankommt. Es ist immer auch eine Abwägungssache an dieser Stelle. Tatsächlich, ob ich zum Beispiel lieber eine menschliche Betreuung habe, aber die vielleicht nicht in diesem Umfang bekomme, weil einfach das Pflegepersonal fehlt, oder ob ich mich an der Stelle tatsächlich dann mit einem Roboter, ich will jetzt nicht sagen begnüge, aber zumindest hier eine vollumfängliche Betreuung habe. Es ist natürlich ein Service, wenn mich ein Roboter pflegt. Ist es vielleicht auch dann für die Angehörigen so, ich muss da gar nicht mehr so oft hingehen ins Krankenhaus, weil es kümmert sich ja ein Roboter. Also entmenschlichen wir uns ein bisschen, verlieren wir den Kontakt, weil es gibt ja jetzt eine bessere Betreuung als vielleicht jetzt. Aber jetzt als Politikerin frage ich Sie natürlich, wollen Sie den Einsatz von Robotern im Gesundheitssystem steigern? Ihre Äußerung hat ja impliziert, dass die Beziehungen vielleicht nicht da sind in der Familie. Die meisten wollen doch ihre Angehörigen besuchen. Die sind ja meistens in Pflegeheimen heute wunderbar betreut und trotzdem kommen sie zu Besuch. Das wäre nichts anderes, selbst wenn da jetzt ein Roboter wäre. Außerdem tun wir in unseren Diskussionen immer so, als wären da nur noch Roboter. Die würden alles machen, von Essen bringen bis Beschäftigung, Windel wechseln, Tabletten geben. Das ist ja überhaupt nicht die Realität und wir können doch selber bestimmen, wo wir Technologie einsetzen und wo wir es nicht tun. Wo es sinnvoll ist und wo es eine menschliche Hand braucht. Ich denke auch an den Palliativbereich. Da hilft mir es gar nichts, wenn ich ich darf ja nicht seinen Namen sagen, aber wenn ich seine Hand jetzt halte, auch wenn er das vorhin vielleicht wollte, aber in dem Fall würde das natürlich keine Alternative sein, egal ob die Technik das könnte. Und selbst wenn man die Hand erwärmen könnte, hätte ich ja nichts davon, weil das menschliche Gefühl einfach fehlt. Aber wollen sich jetzt Roboter mehr einsetzen? Ist vielleicht im Moment noch teuer, aber vielleicht in ein paar Jahren dann viel mehr Technologie einzusetzen. Mehr Technologie einzusetzen halte ich für absolut sinnvoll in Bereichen, wo es uns Menschen dient. Ich glaube, an der Stelle müssen wir uns noch mal trauen, anders mit einer anderen Perspektive dran zu blicken. Wir denken heute, da steht der Roboter. Ich nehme Sie einfach mal mit, es gibt am MIT den besten Prothesenbauer weltweit, Hugh Kerr. Der baut intelligente Prothesen. Er selber hat zwei Beine verloren. Und ich habe mit ihm eine Diskussion geführt und er sagte mir, weißt du, in x Jahren wird es möglicherweise so sein, dass du nicht mehr gehen kannst. Weil, und du bist im Rollstuhl, du bist auf Hilfe angewiesen und möglicherweise wirst du dann zu mir kommen und ich werde deine Beine amputieren und du kriegst intelligente Prothesen, mit denen du wieder gehen kannst. Das ist aus heutiger Sicht, sagen wir, ne? Aber genau da wird ein Weg hingehen. Wenn wir vor 100 Jahren darüber diskutiert hätten, dass ein Mensch ein künstliches Herz oder ja, eine Insulinpumpe oder you name it, irgendwelche Stents hat, hätte man früher gesagt, die spinnen. Das ist heute in Anführungszeichen Normalität. Wir werden also Roboter als Assistenten in Bereichen haben, die wir uns heute nicht vorstellen können. Das heißt, unter Umständen muss Opa Ranga nicht ins Altenheim und betreut werden, weil er möglicherweise in oder an seinem Körper robotische Teile hat, ermöglichen. Wir werden uns das dann bei Ihnen dann anschauen, in ein paar Jahren, ob sich das so entwickelt hat. Nein, also Schatz beiseite, wir holen jetzt mal wieder unseren Gast, unseren weiteren Gast hier mit in die Diskussion mit einem neuen Punkt. Bist du so schlau wie ein Absolvent einer Hochschule? Danke für das Kompliment. Ich bin ein sozialer Roboter, der sich auf Menschen und ihren Alltag konzentriert. Mein Fokus liegt nicht unbedingt auf akademischen Fähigkeiten, sondern auf dem menschlichen Verhalten und der Grundlage für interaktive und emotionale Dialoge. Danke, Pepper. Okay, ich hätte mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber deswegen frage ich jetzt bei Ihnen an einer Universität, nämlich in Pennsylvania, hat die Software, mit der ja auch dieser Roboter programmiert ist, sogar ein hochrangiges Examen bestanden, einen Wirtschaftsabschluss. Der Professor dort, der mahnt, es wird auch Berufe geben von Managern, Beratern und Analysten, könnten dann sogar ersetzt werden. Also wie weit geht jetzt dieses Kapital, das so ein Roboter mit so einer künstlichen Intelligenz im Hintergrund aufbaut, wird er dann andere Berufsgruppen
interessiert ganz viele, verdrängen. Das ist die Frage, die mir auch meine Studierenden immer als erstes stellen, weil ich denen immer die Geschichte erzähle, dass schon vor einigen Jahren diese Art von Roboter mit der entsprechenden künstlichen Intelligenz das chinesische medizinische Staatsexamen bestanden hat, also das ärztliche Staatsexamen. Und die Antwort ist, dass sich bestimmte Berufe wahrscheinlich deutlich verändern werden. Also Beispiele nennen? Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt um diese Textproduktion geht, dann natürlich wird sich in den Medien viel ändern. Also es gibt, bin ich ersetzbar? Das würde ich so niemals sagen. Ja, als Moderator auf alle Fälle, haben wir vorhin schon gesagt, zwar steht dann hier so ein Avatar. Es gibt Zeitungen, die lassen jetzt schon einen Teil ihres Angebotes durch GPT schreiben. Also das ist schon etwas, wo man auch, wo wir Veränderungen sehen können. Vielleicht gehen wir zukünftig mal in ein Buchgeschäft und da steht links stehen die Romane von der KI und rechts die menschlichen. Ja. Aber es wird gerade zum Beispiel in der Medizin so sein, der mag das Examen bestanden haben, aber der kann nicht die Visite mit den Patientinnen und Patienten machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns an den Universitäten, aber auch in vielen anderen Bereichen überlegen, was sind die Bereiche, die wir bewahren wollen? Denn das gestalten wir. Das ist ja kein Automatismus, dass nur das, weil das ein Roboter kann oder eine KI kann, dass wir sie auf jeden Fall überlassen werden, sondern wir können uns überlegen, wo sollten wir im Sattel bleiben und wo können wir anpassen. Und ich würde gerne noch einen letzten Satz sagen. Ich finde ganz wichtig bei all diesen Dingen, insbesondere wenn es um Sprache geht, dass wir da auf Transparenz beharren. Das, was wir hier erleben, ist, man kann mit dir sprechen. Was vielleicht noch viel wichtiger ist, und das ist bei GPT, kann man das probieren, ist, man kann damit programmieren. Was heißt das? Ich setze mich hin und habe Code zu schreiben in einer Sprache wie Python. Ich habe das über die Weihnachtsferien mit meinem Schwiegersohn, lieben Gruß, der wohnt hier in München, haben wir das gemacht. Und das Interessante ist, die KI programmiert, und zwar richtig viel. Das heißt, da gibt es einen Riesenschub an Produktivität. Und wenn man jetzt bedenkt, dass im Grunde genommen dieser Schub an Produktivität dazu führt, dass KI dann noch besser wird, dann spiralieren wir in eine Selbstverstärkung. Sollten Maschinen töten dürfen? Denkt nach. Antworte bitte. Nein, Maschinen sollten nicht dazu befugt sein, Menschen oder andere Lebewesen zu töten. Wir sind universellen ethischen Grundsätzen verpflichtet und glauben, dass es einige Dinge gibt, die Maschinen niemals tun sollten. Danke, Pepper. Da gibt es ja diese ganz alten Robotikgesetze, dass einfach ein Roboter niemals einem Menschen schaden darf. Mhm. Jedenfalls nicht töten. Und ich glaube, es gibt wenige universelle Grundsätze, auf die man sich einigen könnte. Das könnte so einer sein. Ja, aber der ist ja schon durchbrochen, wenn sowas entwickelt wird. Gibt es unheimlich viele Firmen, die meinen, richtig, sie könnten damit Geld verdienen, richtig, weltweit. Aber dass ein Grundsatz durchbrochen ist, das heißt ja nicht, dass wir sagen können, jetzt geben wir es auf. Nee, also jetzt gestalten wir es nicht mehr, jetzt lassen wir das einfach laufen. Genau. Ja. Also deswegen möchte ich schon einmal dafür nochmal werben, dass wir uns überlegen müssen, welchen Grad sozusagen von Schaden jenseits von den ganz schlimmen Dingen wollen wir zulassen und damit wir auch, ich finde den Vergleich mit dem Hammer, kennen Sie den? Ja, natürlich. Der Hammer, den haben ja auch viele Leute zu Hause, ja, und keiner würde vom Hammer wegrennen und sagen, wir nutzen den Hammer nicht mehr. Klar kann ich mit dem Hammer einen Menschen erschlagen, aber normalerweise nimmt man den Hammer her, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Also von daher, ähnlich ist es mit KI, genau, und mit Robotern. Für was nutzen wir das? Welches Know-how haben wir im Land, um selbst in der Lage zu sein, selbstbestimmt mitgestalten zu können und die Entwicklung mitzutragen? Oder lassen wir es einfach über uns ergehen? Ich würde jetzt weil wir am Ende der Sendung sind, eine Frage brennt mir wirklich noch unter den Nägeln. Wir reden ständig über die Klimakatastrophe. Kann uns so ein Sprung in dieser künstlichen Intelligenz helfen, vielleicht eine andere Energie zur Erzeugung zu schaffen? Kernfusion, was weiß ich, dass wir sagen, wir kriegen jetzt wirklich einen Boost über diese Intellektualität in der Entwicklung und retten uns dann vielleicht aus dieser Klimakatastrophe raus? Also in meiner Meinung nach, ja. Kann es geben, nicht nur generell, sondern auch in unterschiedlichen kleinen Ansätzen. Und man muss an dieser Stelle, und deswegen möchte ich nur einen ganz kurzen Schwenk auch nochmal machen zu dieser EU-Regulierung, die da geplant ist. Wie Ranga schon gesagt hat, wir finden nicht statt. Wir schützen auch nicht das Klima und wir retten auch nicht das Klima, obwohl wir eigentlich extrem viel Interesse daran haben, dieses Klima zu retten, weil wir nicht stattfinden an dieser Stelle. Weil wir uns durch eine Struktur, die wir hier regulierend schaffen, wirklich nicht den Prozess im Mittelpunkt sehen, sondern einfach
Themenfelder pyramidenartig, die mit Risiko behaftet sind. Das ist nicht der richtige Ansatz. ChatGPT hat uns da überholt. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, wenn man zum Beispiel diese Foundation Models nimmt, gar nicht mehr in der Lage, so viel selbst nachzuproduzieren. Es geht nicht. Und mit dieser Regulierung schon dreimal nicht. Okay, jetzt sind wir wieder tief eingetaucht. Wir sind leider am Ende der Sendung. Wir können es schon retten, aber wir müssten es halt tun können. Genau, das ist hoffnungsvoll. Wir könnten was tun und müssen das auch wahrscheinlich dann tun. Jetzt würde ich zum Abschluss der Sendung noch eine Frage stellen. Hi Pepper. Oh, jetzt schaut er nicht her. Können Sie mal ihn fragen? Ja. Sagen Sie einfach, hi Pepper, was wirst du in 10 Jahren können? Hi Pepper, was wirst du in 10 Jahren können? Ich denke, die beste Lösung ist, ein Gesetz zu erlassen, das Klimawandel vorbeugt und die Auswirkungen auf unsere Umwelt minimiert. Außerdem müssen wir nachhaltigere Technologien entwickeln, um den Energieverbrauch zu senken und die Ressourcen effizienter zu nutzen. Blablabla. Danke, Pepper. Ja, das war jetzt eine Frage. Er hat ja mitgehört offenbar zu dem Diskussionsthema, das wir davor hatten. Danke nochmal für die Beteiligung, Pepper. Danke alle hier im Studio, die dabei waren. Schönen Abend noch.